Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Frontschweine. Ja, zwei Tage später nach der ersten Hälfte und dieses Mal auch ohne Kopfschmerzen und mit neuer Motivation schreiten wir jetzt weiter voran und wir gehen jetzt auf Gefechtsstation. Genauso sieht's aus. Nachdem ich meine Hassmission vorgestern mit euch geschafft habe, wenden wir uns jetzt dieser Mission zu gegen die Franzosen. Sehr gut. Skoll übrigens, ich habe einen schönen Kaffee von mir. Ah, ja. Unsere irregeleiteten Gegner wollen in diesen Hügeln eine Basis errichten und so die Kontrolle über Haxland erlangen. Greifen Sie von unserer eigenen Basis aus an und verhindern Sie das. Major Grimschwart. Ein Vorstoß über die feindlichen Linien macht immer Eindruck. Jawohl. Mistverdammter! Genau, Mistverdammter. Was haben wir denn da Schönes? Airburst, okay. Ich selber werde mich über die feindlichen Linien hinweg begeben. Ich will Eindruck schenken, genau. Nein, ich möchte den Orden gerne haben. Lande dort. Dankeschön. Sehr gut. Gleich die Kiste hier mitnehmen, genau. So, okay. Dann schauen wir mal, wie wir den Gegner ordentlich das Leben schwer machen können. Mein Sieg wird glorreich sein. Yeah, geil. Gleich mal ein schöner Treffer zu Beginn. Finde ich gut. Ach, das ist ja so eine Mission, wo man den Spion nicht gebrauchen kann. Sorry, Laszlo. Na, der trifft mich. Ah, ja, Laszlo, es muss sein. Jede Kiste dreimal Airbus drin. Ich weiß das gar nicht, wie das hier war. Ja, tatsächlich, okay. Das ist ja geil. Gut, Last Man, dann gehen wir schön hier hin. Du kümmerst dich um die östliche Region. Ne, Laszlo, das liebst du ja, das weiß ich ja. Feuer, Laszlo. Ich hätte bleiben sollen bauen. Nein, es ist schon ganz gut, dass du zu uns gekommen bist. Volltreffer, gut, Last Man. Geil. Finde ich gut. Wir wurden ordentlich runtergeballert von uns. Und das jetzt schon. Das ist doch mal ein schöner Auftritt. Wenn das auch so bleibt. Widerstand ist zwecklos. Nein. Nicht in dem Fall. Ein Schwein hat er erwischt. Wen hat er denn erwischt? Den L hat er erwischt. Der arme L. Der wurde einfach getroffen. Der arme L, aber der wehrt sich auch noch, der L. Ja, danke, du kannst aufhören. Scheiße. Da macht mein Sunny, der Ricardo, einfach mal kurz einen Ausflug. Aber auch der Ricardo wird sich zu wehren wissen. Mit einem schönen Airburst. Es ist meine Pflicht und Freude. Genau, Rick. Leider trifft der Rick nicht. Doch, er trifft. Ein Splittertreffer. Rick. Daran müssen wir noch arbeiten. Ja, genau. Schieß schön gegen die Mauer. Wie Sie meinen. Geil, finde ich gut. Vor allen Dingen erscheint, dass er beide getroffen hat. Sicher, Genosse Kommandant. Ja, sicher. Die eine Kiste bleibt für den Alex übrig, damit auch der Alex mitreden kann. Beziehungsweise mitbomben kann. So, du nimmst deinen Mörser und richtest den auf den Gegner. Feuer frei. Nimm das, ihr Kröten! Und trifft nicht. Schade. Sehr bedauerlich. Ey, das kannst du doch besser. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Es ist zwei Tage her, dass ich das gespielt habe. Ja, schieß nochmal gegen die Mauer. Nein! Aua. Das war aber nicht sehr nett. Aber
ich werde mich wehren. Unter Protest. Genau. Der Alex, der protestiert jetzt schon mal für mich mit. Und er hat jetzt 6 Airbursts. Also Alex, das muss jetzt auch sitzen. So. Nein, 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 nein. Keine Kamikaze. Bist du denn wahnsinnig? Du sollst einen Airburst abfeuern. Kamikaze, so weit kommt es ja wohl noch. Das ist Notwärtski. Genau, es ist Notwärtski. Und er trifft auch. Finde ich gut. Oh, einen Kill haben wir schon. Geil. Gut gemacht, Alex. Super. Sehr geil. Finde ich gut. Ich grüße übrigens alle Zuschauer und Let's Play-Kollegen, die sich das hier anschauen. Vor allem die Kollegen, die hier mit dran beteiligt sind. Sehr geil. Finde ich gut. Das ist ein richtig geiler Auftakt hier. Sie machen mich glücklich. Ey, das war ein Treffer. Scheiße. Ja, genau, das finde ich aber auch. Gleiche Meinung bin ich auch, mein Freund. Wobei, das bin ich selber. Hier kommt das Feuer der Hölle. Volltreffer. Oh, wir haben ja auch nicht mehr viele Punkte. Ich glaube, die Mission ist bald geschafft. Ich glaube es. Oha. Flugbahn berechnet und Feuer! Ja, ich kann das ab. Ich habe 191 Punkte gehabt. Da kann ich ein paar Treffer mehr ab. Hehe. Ich bin ein harter Typ. Ich kann es ab. So, Lastman. Dann erfreuen wir unser Team, indem du einen schönen Double Kill hinlegst. Sowas kann doch nicht sein. Ach, das ist sehr gut. Och, Laszlo, das kannst du besser. Oh oh. Na schön. Wahrscheinlich trifft er mich, natürlich. Natürlich trifft er. Autsch. Immer trifft er mich, Manu. So, Rick, du musst jetzt das korrigieren, was der Lastman nicht geschafft hat. Vernichte die beiden. Bitte stehen Sie einen Moment still. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Aber es sollte reichen. Darauf war ich vorbereitet. Jo. Ich glaub, ich muss. Das ist so geil. Sehr gut, Rick. Weiter so. Die Schwächlinge können ein. Dann grinst der Rick. Sehr gut. Finde ich gut. Wir haben die Mission fast geschafft. Einer ist noch da. Den kriegen wir auch noch. Kommen mir nicht. Wo schießt er eigentlich hin? Ach, der schießt auf Laszlo. Laszlo! Nicht ins Minenfeld, nicht ins Minenfeld. Nichts ins Minenfeld! Oh. Ja, Genosse Kommandant. So, ey. Jetzt darf der L vielleicht den Endstoß machen. Zeig uns ein, was in dir steckt, ey. Vernichte den Feind. Für Volk und Vaterland. Der Vorteil ist übrigens, da ich jetzt nur auf einem Kopfhörer höre, die Mission ist übrigens geschafft. Sehr gut. Rede ich jetzt auch nicht so laut. Ja! Geil! Sehr gut gemacht, ey. Ich bin stolz auf dich. Ja! Geil! Die erste Mission geschafft. Sehr gut. Das gibt 3 schöne Ohren. Wunderbar. Und ich muss kurz mal mich schnäuzen. Kleinen Moment. Meine Güte. Ein Akt der Barbarei ist die nächste Mission, okay? Doch bevor wir diese antreten werden, werde ich erstmal den Lastman zu einem Kampfkeiler machen. Und dann werde ich etwas speichern, diesen Fortschritt. Übrigens, die vorigen Parts von der ersten Hälfte sind inzwischen hochgeladen. Allesamt. Und die ersten Parts von Frontschweine dürften jetzt auch schon ausgestrahlt sein. Also der 0. Part und der 1. Part. So habe ich das jetzt gemacht.
Und ja, wir werden jetzt, wie gesagt, weiter voranschreiten, indem wir die letzte Mission von Haxland schaffen. Ein Akt der Barbarei. Gegen die Amis geht es. Und dann haben wir schon 3 Kontinente besetzt. Es läuft. Es läuft richtig gut jetzt wieder. Momentan. Dann wollen wir mal sehen, ob wir die Amis auch noch fertig machen. Eine Tragödie! Der geheime Weinkeller des Generals ist in die unzivilisierten Klauen des Gegners gefallen. Erobern Sie ihn zurück und Haxland wird unser sein. Schützt den Bordeaux des Generals. Geraubte Ausrüstung zurückerobern. Jawohl, Sir. Mistverdammter! Wieso Mistverdammter? Ich finde die Taktik gut. Ich finde sie sogar sehr gut. Schwimm! Schwimm, du Sau! Schwimm, du Schweinehund! Wird auch verdammt nochmal Zeit! Mal gucken, was die Luftzone für uns bereithält. Oh, Raketenwerfer, okay. Was ich übrigens nie ausprobiert habe, und ich glaube, der Alex auch nie. Ob das funktioniert, wenn man mit dem Amphibien-Car hier, dem Amphibienfahrzeug mal eben locker flockig. Ach du Scheiße, ich kann doch nicht mal was einsetzen. Was ist das denn? Oh! Finde ich gut. Aus dem Weg, Schweinebacke. Oh. Muss das sein? Okay, das ist nicht so prickelnd. Da ist ein Pyromane, okay. Das Problem ist jetzt, dass wir jetzt unseren Spion nicht mehr haben, sonst hätte ich ihn noch beklauen können. Ah ja, okay. Wir müssen den Bordeaux des Generals schützen, das heißt, das Gebäude darf nicht beschädigt werden. Blöderweise, da ich das Rollo jetzt offen habe, sehe ich nicht so gut. Aber das werden wir ändern, keine Sorge. Das mache ich gleich mal fertig, wenn der Last Man geschossen hat. Feuer, Laszlo! Jetzt keinen Fehler machen. Genau, Laszlo. Auf jeden Fall haben wir unseren Gegner schon mal gut einen mitgegeben. Oh, viel besser. Viel, viel besser. Oh! Und ab dafür. Ich glaube, der Laszlo ist gut geschützt. Ja, ist er auch. Wunderbar, Laszlo. Sehr gut. Ich glaube, den Spion da drüben, den werden wir mal eben außer Gefecht setzen. Die Munition habe ich vorher. Hoffentlich triffst du Rick. Triff Rick! Er trifft nicht. Super. Hätte er nämlich jetzt aussetzen müssen, aber naja, ist egal. Feuer frei! Okay. Ich glaube, es ist noch nicht mal so schlimm, wenn das Fahrzeug zerstört wird. Aber der Bordeaux des Generals muss natürlich unbedingt überleben. Das ist das Wichtigste. Das weiß ich noch. Weil ich hatte ja mal einen Gastauftritt tatsächlich zu dem Zeitpunkt beim Alex gehabt. Also nicht in dieser Aufnahme, sondern in seiner Frontschweinaufnahme, in seinem Replay. Scheiße. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Auch mit der Bazooka und so. Das ist schon ein bisschen ungewohnt. Wow, das ist ja stark. Ja, Feuermann. Okay, das geht noch. Muss das sein? Okay, Alex, jetzt bist du an der Reihe. Unser Flutterman. Und der haut jetzt ordentlich einen raus. Indem er erstmal rüberschwimmt und dabei verstirbt. Nein, Spaß. So. Der bekommt erstmal eine heiße Kartoffel mit. Genau. Da freut sich der Alex. Es war mir doch klar, dass er sich darüber freut. Und der kriegt ein schönes Stänkchen Dynamit mit. Dann bringt sich der Alex in Sicherheit. Und rennt den feindlichen Spion direkt mal in die Arme. Das ist aber beabsichtigt. Ja, es ist klar, dass der noch lebt, aber der andere dürfte weg sein. Mann, das tut doch weh. Genau. Da kam sogar noch ein Fisch des Todes raus. Hehehehe. Finde ich gut. Okay, das Amphibienfahrzeug verlieren wir. Volles Rohr drauf. Autsch. Scheiße! Aber der Vorteil ist, wir leben noch.
Ich hätte vielleicht doch lieber den Dings nehmen sollen, aber ist egal jetzt. Wo sind hier Minen? Ah, nein, scheiße! Ach, fuck. Oh, so viele Schweine hat er gar nicht mehr. Verdammt, bin ich genau in die Mine reingelaufen. Auch mal geil. Er hätte auf Alex feuern können, was tut er? Er feuert natürlich genau auf... Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Dafür revanchieren wir uns auch gleich, indem wir mal zu den einen Spionen dort hinten hinlatschen. Denn der gute Lastman hatte jetzt die Clustergranate. Und die wird er mal an diesem Schweinchen hier auslassen. Jo. Der dürfte platt sein. Niff, nicht ganz. Fast. Was macht der Gegner jetzt? Er schießt auf Rick. Im Namen der Föderation. Rick, duck dich. Er trifft natürlich. Aber Rick ist ein tapferes Ferkel, wollte ich schon sagen. Ein tapferes Schwein. Er wird sich zu wehren wissen. Indem er erstmal eine Runde schwimmen geht. So, und dann wird er sich auf den Spion stürzen, der es gewagt hat, auf ihn zu feuern. Man nennt das auch die Berliner Rache. In den Wanz. Die Waffe ist aber schwer. Das dürfte es für ihn gewesen sein. Ich bin getroffen, Captain. Genau, für den war es das. Weiter so. Man sieht auch, Sanitäter können tödlich sein. Och, der hat nur noch 7 Punkte, süß. Wehe, du wagst es, dich zu heilen. Der will sich echt heilen. Ich glaub das nicht. Ja, der wird sich heilen. Du Mistforke. Das gibt's nicht, ey. Alter Mafiosi. Er ist ja der Don, ne? Grüß deinen Schöpfer. Hoffentlich wirft er daneben. Nein, er trifft. Natürlich trifft er. War ja klar. Du blöde Sau. Das ist ja noch nicht mal eine Beleidigung in diesem Spiel. Ey! Rüberschwimmen! Und dann kümmerst du dich mal um diese Schweine da drüben. Dass es gewagt hat, mich zu vergiften. Al muss die Ehre retten. Da ist das Schwein. Hast du noch deinen Airburst? Den hast du noch. Wunderbar, ey. Zeig ihm, was in dir steckt. Das schreit nach Rache. Genau. Sehr schön. Das dürfte es gewesen sein. Ja. Geil. Sehr gut. Wir werden Ihnen die Ringelschwänze gerade. Nehmen wir überhaupt ziehen. Auf? Ja. Ich hätte jetzt Scheiße geschrien, hätte er nicht aufgenommen. Oh oh. Das sieht nach Dynamit aus. Laszlo! Ach, der Laszlo, der hat noch 70 Punkte. Trotzdem, Laszlo! Eieiei. Ja, der Alex, der protestiert wieder. Das kennen wir ja schon von ihm. Ja, das hättest du wohl gerne, dass ich dich in die Kiste werfe, ne? Ich weiß noch nicht mal, was in der Kiste drin ist. Bestimmt wie ein Luftschlag oder so. Ich wirf dich schön ins Minenfeld. Hehe. Und tschüss. Jo. Aha, er bewegt sich schon mal gar nicht. Ich bin krank. So, ich bin krank. Gesundheit. Hauptsache die Musik läuft noch, während ich schon dran bin. Das ist auch geil. Heil dich. Das ist nämlich ein schöner Trick, um sich selbst zu heilen. 85 übrigens, finde ich sehr gut. Ah, der Bug wurde ausgelöst. Ihr habt das gerade gesehen. Er war mittendrin. Dann wurde weitergemacht, aber er ist nicht, ja, er hat sich nicht in eine Kiste verwandelt. Und das heißt, wir können ihn verwunden. Das dürfte es gewesen sein. Ja, wir haben Maxland! Ja, geil! Es läuft! Sehr gut! Ja! Yeah.
Sehr geil. Ja. Geil. Wir haben 3 Orden. Sieht übrigens sehr interessant aus. Ein schöner Bug, dass das hier nachtmäßig angezeigt wird. Ja. Yeah. Wir hätten den Spezialorden nämlich nicht gekriegt, wäre das Gebäude gefallen. Und jetzt kommt eine Katze.